Verehrte Studierende, verehrte Beschäftigte, liebe JLU-Mitglieder, ich will Ihnen zunächst am heutigen Tag erneut dafür danken, wie Sie in den vergangenen anderthalb Wochen mit der für uns sehr schwierigen IT-Situation im Nachgang zu der massiven Cyberattacke vor anderthalb Wochen umgegangen sind. Ich habe den Eindruck, dass die universitäre Gemeinde zusammensteht, dass alle miteinander anpacken, dass alle nach kreativen, auch ungewöhnlichen Lösungen suchen, um in dieser ungewöhnlichen Situation die Universität nach vorn zu bringen und den Forschungs- und Lehrbetrieb unter schwierigen Bedingungen am Laufen zu halten. Die Universität steht zusammen, alle zeigen einen besonderen Spirit, den Gießen-Spirit, den wir auch in den nächsten Wochen noch brauchen werden. Ausdrücklich und erneut möchte ich den vielen externen Helferinnen und Helfern danken, die uns nach wie vor von vielen Institutionen kommend in dieser schwierigen Situation unterstützen. Wir sind nach wie vor dabei, die Schadensanalyse vollständig abzuschließen. Das ist ein umfassender Prozess, der auch in der Weihnachtspause fortgeführt wird, natürlich vor allen Dingen im Hochschulrechenzentrum, aber auch weiterhin unter Einbeziehung einer ganzen Reihe von externen Expertinnen und Experten. Obwohl der Prüfprozess noch nicht abgeschlossen ist, so zeigt sich doch eine grundsätzliche Tendenz, dass frühe, kontrollierte Abschalten unserer Server am 8. Dezember sowie das Abnehmen vom Netz am 8. Dezember haben dazu geführt, dass wir zwar strukturelle Schäden durchaus zu verzeichnen haben, die es natürlich zu beheben gilt, dass aber, so der Zwischenstand jetzt, unsere Datenbestände weitgehend geschützt werden konnten. Wir sind außerdem dabei, natürlich die Inbetriebnahme der verschiedenen Funktionen in unserem IT-System vorzubereiten. Ich freue mich sehr, dass es am heutigen Tag gelungen ist, das E-Mail-System wieder in Betrieb zu nehmen und allen Mitgliedern und Angehörigen der JLU die Möglichkeit zu geben, ihre universitären E-Mail-Accounts wieder zu nutzen. Hierfür war es eben dann auch wichtig, sehr frühzeitig, nämlich am Montag schon, mit der Ausgabe neuer Passwörter zu beginnen. All diejenigen, die ihre Passwörter noch nicht haben abholen können, erhalten in Bälde Hinweise von uns darauf, wie sie und wo sie ihre Passwörter abholen können. Im Übrigen gilt an dieser Stelle der Hinweis, auch in der Weihnachtspause sollten Sie unsere Ersatzhomepage www.unigießen.de im Blick behalten, denn dort werden wir auch während der Weihnachtspause in den kommenden 2 bis 3 Wochen neue Informationen, aktuelle Hinweise bereitstellen. Bis unsere Basisdienste in unserem IT-System wieder voll funktionsfähig sind, wird es einige Wochen brauchen. Daher werden wir auch über die nächsten Wochen, auch über die Weihnachtspause hinweg, Ihre Mitarbeit, Ihren Pragmatismus, Ihre Kreativität im Umgang mit diesem digitalen Notstand brauchen, aus dem wir uns dann sicherlich auch Schritt für Schritt herausarbeiten werden. An die Studierenden gewandt möchte ich nochmals festhalten, dass die Lehrenden, die Studiendekanate der Fachbereiche, die Prüfungsämter, wir im Präsidium, gegebenenfalls auch mit der Unterstützung der Behörden wie unseres Wissenschaftsministeriums, Sorge dafür tragen werden, dass Ihnen aus dieser Situation an unserer Universität keine Nachteile in Ihrem individuellen Studienverlauf entstehen werden. An die Beschäftigten gerichtet, ich weiß, dass viele von Ihnen sich mit den zahlreichen Krisen dieser Universität in der langen, über 400-jährigen Geschichte unserer Institution beschäftigt haben. Sie wissen, dass wir in unserer langen Geschichte auch schon ganz andere Krisen durchgestanden haben, existenzielle Krisen. Wir werden in der Art und Weise, wie wir es in den letzten 2 Wochen getan haben, auch diese Krise gemeinsam durchstehen. Ich bin nach den Erfahrungen der letzten Tage ausgesprochen optimistisch, ausgesprochen zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Eine Zuversicht im Übrigen, die zu dem anstehenden Weihnachtsfest passt. In diesem Sinne Ihnen und Ihren Familien eine frohe Weihnacht und einen guten Start ins neue Jahr 2020. Vielen Dank.